Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Ich will Ihre Trauer in Freude verwandeln. Hier spricht Andreas Bietz aus Grünstadt und ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Aus dem wird nie etwas. Die war schon immer so. Also da ist doch wirklich Hopfen und Malz verloren. Diese und ähnliche Sätze sind mir nicht fremd. Manche von ihnen habe ich schon selber gesagt oder auch in meinem Herzen gedacht. Manche habe ich von anderen über mich selber gehört. Hilfreich sind solche Aussagen nicht und aufbauen schon gar nicht. Im Gegenteil, sie drücken uns nieder, machen mutlos, rauben die Hoffnung, dass etwas besser wird, sich doch noch zum Guten wendet. Dennoch werden solche Sätze über Menschen ausgesprochen. Jemand wird festgelegt, aufgegeben, abgehakt. Manchmal bin ich vielleicht schnell dabei, dass ich andere oder mich selbst bewerte, einordne, verurteile, in Schubladen stecke, auf denen geschrieben steht, hoffnungslose Fälle. Wie gut, dass Gott es anders macht. Er kennt die Menschen ganz genau, hat sie selbst geschaffen und weiß, was in ihrem Herzen so vor sich geht. Er sieht alle Abwege, auf die sie geraten, und alle Umwege, die sie einschlagen. Aber Gott gibt seine Menschen nicht auf. Er geht ihnen nach, wirbt um sie, redet freundlich mit ihnen und versucht, ihre Herzen in Liebe zu gewinnen. Das lässt sich durch die gesamte Bibel hindurch beobachten. Im Alten Testament besonders in der Art und Weise, wie Gott mit seinem Volk Israel umgeht. Immer wieder wird sein Volk ihm untreu, wendet sich von Gott ab, geht seine eigenen Wege. Gott sendet Propheten, um ihnen ins Gewissen zu reden. Jeremia beispielsweise, der in Juda Jahr für Jahr Gottes Botschaft verkündet. Aber die Menschen wollen nicht auf ihn hören, schlagen seine Warnungen in den Wind und greifen den Propheten Gottes an. Lieber wenden sie sich den falschen Propheten zu, die ihnen das Blaue vom Himmel versprechen. Auch als sie schon in der Gefangenschaft in Babylon leben und die Folgen ihres Ungehorsams tragen. Aber Gott hält an seinem Bund fest. Durch Jeremia fordert er das Volk auf, den Lügenpropheten keinen Glauben zu schenken. Ihre Botschaft mag zwar gut klingen, sie ist aber falsch. Gott lässt seine Leute wissen, dass die Zeit in der Fremde nicht so bald endet. Deshalb sollen sie auch nicht auf gepackten Koffern sitzen, sondern das Leben dort gestalten, Beziehungen knüpfen, Familien gründen. Vor allem aber sollen sie sich ihrem Gott wieder ganz zuwenden. Er lässt sie nicht im Stich. Da spricht Gott seinem Volk durch den Propheten Jeremia zu. Sie leben an einem Ort, für den sie nicht geschaffen sind. Aber Gott will ihnen dort begegnen. Er hat sie immer noch im Blick und trägt sie auf seinem Herzen. Mitten in der traurigen Botschaft, die Jeremia zu verkünden hat, strahlt Hoffnung auf. Die Zeit in der Fremde dauert lang, aber sie ist begrenzt. Gott wird sein Volk nach Hause bringen und sie reich beschenken. Ich will ihr Trauern in Freude verwandeln, lesen wir im Buch Jeremia. Das ist ein Versprechen. Gott will und tut es auch. Er kümmert sich um seine Kinder, hakt sie nicht als hoffnungslose Fälle ab. Er will sie in ihrem Herzen heilen und erneuern. Gott hat gute Gedanken über sie und Worte, die wirklich helfen. Das war damals so und es gilt auch heute für uns. Gott hakt uns nicht ab, sondern will uns immer wieder neu begegnen. Ich möchte mit uns beten. Vater, ich möchte dir danken, dass du niemanden aufgibst. Du möchtest uns allen begegnen, mit Liebe beschenken. Hilf uns, dass wir immer wieder neu offen für dich sind. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.